Österreich im Fadenkreuz des russischen Geheimdienstes. Und dieser Mann zieht die Fäden. Ich glaube, dass es primär mal ein System Marschalek war. Er hat dann festgestellt, es ist in Österreich irrsinnig leicht, an Informationen zu kommen, wenn man Österreich versteht. Er hat Österreich offenbar gesamt verstanden. Wir sehen schon langsam wirklich ein Auflisten an Fällen, wo Jan Marschalek mitgewirkt hat, dass er die Infrastruktur, die Sicherheitsinfrastruktur Österreichs irgendwo eindringen wollte. Und manchmal hat er es auch geschafft. Wenn man den internationalen Berichten folgt, dann hat man schon das Gefühl, es gibt fast nichts in der österreichischen Sicherheitsarchitektur, wo man nicht befürchten müsste, dass es durch russische Interessen oder Agentinnen unterwandert wurde. Der ehemalige Wirecard-Manager Marschalek lebt jetzt in Moskau. Der frühere Verfassungsschützer Egisto Ott befindet sich in Untersuchungshaft. Und dann ist da noch Martin Weiß. Einst hoher Beamter im BVT, dann Mitarbeiter von Wirecard. Der Verbindungsmann zwischen Marschalek und Ott lebt jetzt in Dubai. Für die Behörden nicht greifbar. Dabei hat er in seiner letzten Einvernahme durch die Polizei in Wien versprochen, sich nicht abzusetzen. Das war am 23. Jänner 2021. Weiß versichert damals: Mir ist klar, dass meine Taten eine strafrechtliche Konsequenz haben. Jedoch werde ich nicht flüchten. Aktuell habe ich nur meine Arbeit in Dubai und damit meine ich, dass ich mich damit nicht der Strafverfolgung entziehen möchte, wenn ich dorthin fliege. Nur einen Tag später schreibt Marschalek unter seinem Decknamen an einen mittlerweile festgenommenen mutmaßlichen Spion: Gute Nachrichten, unser Freund ist von der Polizei freigelassen worden. Vor 2 Stunden. Und dann einen Monat später: Ich habe soeben die Evakuierung meines österreichischen Freundes nach Dubai organisiert. Das war auch ein richtiges Abenteuer. Wir hatten Sorge, dass sie ihn am Flughafen wieder festnehmen. Weiß und Marschalek haben einander also viel zu verdanken. Denn Martin Weiß hat Marschalek ebenfalls zur Flucht verholfen. 2020, als sich dieser nach Russland abgesetzt hat. 2022 gelingt es Kollegen des Bayerischen Rundfunks, Martin Weiß in Dubai aufzuspüren. Sein Kontakt zu Marschalek ist zumindest bis dahin nicht abgerissen. Nicht viele hat mich halt kontaktiert und ich habe ihn dann zurückgerufen. Auf einer sicheren Leitung. Hat er Ihnen eigentlich mal geschildert, was er eigentlich plant? Nein, ich habe aber auch nicht danach gefragt. Sondern es ging wirklich hauptsächlich immer, ja, wie geht's dir jetzt? Wie schaut's aus? Was wird gemacht? Ja, wie kommst du über die Runden? Das war das bislang letzte Interview mit dem angeblichen Topspion. Welchen Eindruck hatten die Kollegen von ihm? Herr Weiß hat auf uns ziemlich fahrig gewirkt, geschwächt und nicht so wie jemand, der in Anführungszeichen mit beiden Beinen auf festem Boden steht. Das war schon ein Treffen mit jemandem, der, zumindest so wirkte das auf uns, sehr viele Päckchen mit sich rumträgt und auch sehr, ja, in Anführungszeichen auch schwach wirkte auf uns. Hatten Sie das Gefühl, da sitzt Ihnen jemand gegenüber, der auf der Flucht ist? Er wirkte weder auf der Flucht noch besonders gehetzt oder hat auch nicht den Eindruck gemacht auf uns, dass er irgendwie Befürchtung hat, jetzt in jedem Moment, in jeder Sekunde aufgegriffen zu werden. Er hat ja auch uns gegenüber gesagt, er persönlich habe sich nichts vorzuwerfen. Der neue Verfassungsschutz, die DSN, versucht die dunkle Vergangenheit hinter sich zu lassen. Wir, die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, beleuchten, was im Verborgenen liegt. Etwa mit diesem Image-Video. Wir erforschen die Dunkelheit, in der sich Gruppierungen bewegen, die unsere Gemeinschaft gefährden. Doch die neue DSN war möglicherweise selbst Ziel einer Unterwanderung. Denn Jan Marschalek war, zumindest indirekt, auch bei der IT-Ausstattung des Nachrichtendienstes involviert, wie parlamentarische Anfragen der Grünen zeigen. Diese sind weitgehend unbeantwortet geblieben. Uns ist aufgefallen bei den Beschaffungen, dass da Firmen hinzugekommen sind, die eng vernetzt waren mit Jan Marschalek und einer österreichischen Firma, einem österreichischen Unternehmer, der schon seit 2014 Gelder von Jan Marschalek für Russlands Reporte Geld bekommen hat. Für welchen Bereich waren die tätig?
Das waren Hardware- und Computerbereiche im Sicherheitsbereich. Könnte das ein Zufall sein, weil die Wirecard war ja selbst auch im Security-Bereich indirekt zumindest tätig? Also eines, was ich jetzt sehe, das hat nichts mit Zufall zu tun, sondern das ist ein langer taktischer Plan, den Russland und Jan Masalek verfolgt haben. Auch eine andere, vor 2 Jahren enttarnte Spionagesoftware gerät jetzt wieder in den Blickpunkt. Hier gab es über ein sichergestelltes E-Mail eine zumindest lose Verbindung zu Masalek. Die Wiener Software wurde von Microsoft entdeckt und ermöglichte Eindringlingen einen unbemerkten Zugriff auf den gesamten Computer. Die Software wurde in den Büchern von DSIRF mit einer 250 Millionen budgetiert, also als etwas sehr Teures. Und ich habe meine Zweifel, ob das eine reine Wiener Entwicklung war, die hier nur aufgrund der Expertise und der Fachkräfte von dieser Wiener Firma wirklich zustande kam. Und man könnte sich fragen, ob hier nicht eine Spionagesoftware aus dem russischen Einflussbereich einfach vermarktet wurde für einen europäischen Markt mittels dieser Wiener Firma. Wir erleuchten die Schatten und machen die Nacht zum Tag. Die DSN will dafür mehr Befugnisse, bis vor kurzem auch den Bundestrojaner. Verstehen Sie den Ruf der Ermittlungsbehörden, dass sie mehr Kompetenzen brauchen? Man kann auch anders fragen, was hätte ein Weiß und ein Ott mit mehr Kompetenzen im BVD oder DSN damit gemacht? Damit hätten sie wahrscheinlich nicht nur die Daten abgefragt aus irgendwelchen Registern, sondern vielleicht auch selber Spionage betrieben. Und das ist fatal. Die Spionageaffäre ist auch eine Belastung für den Verfassungsschutz, nur 2,5 Jahre nach dessen Neugründung. Das ist bis jetzt alles ein Vergangenheitsskandal. Ja? Wenn es jetzt aber nicht gelingt, eben das ganz klar zu vermitteln, sowohl der Bevölkerung als auch den Partnern, dann sehe ich schon die Gefahr, dass sowohl bei der Bevölkerung als auch bei den Partnern, die Österreicher kriegen das nicht auf die Reihe, ja? Das ist alles eher dubios, wie man so schön sagen wird bei uns, ja. Und dass das alles sozusagen der Image-Schaden indirekt ist. Das ist ja eine lebendige Organisation, die man nicht einfach ausschaltet und wieder einschaltet und dann sagt, jetzt ist alles anders. Gesagt wird jetzt sicher werden, daran habe ich überhaupt keinen Zweifel. Aber das hat es auch schon geheißen nach der Spitzler-Affäre vor über 20 Jahren, dass jetzt alles strenger geworden ist. Ist es aber offenbar nicht. 7 mutmaßliche Spione sind in Großbritannien und Österreich in Haft. Der vermeintliche Kopf dahinter ist derzeit nicht zu fassen. Es gibt da wohl in Russland noch eine sehr viel dickere Spinne. Aber Masalek war schon ein gewichtiger Teil davon.